Und willkommen, willkommen zurück hier bei Modern Warfare. Sind das Gegner? Modern Warfare, hast du nicht gesehen? 2. Und jetzt wird's spannend. Jetzt müssen wir gucken. Okay, eine Granate kommt da. Okay. Also, so wird das nix. Hier geht's lang. So. Okay. Wow, wir müssen in diese Zelle rein. Wir müssen in diese Zelle. Wir sollten vielleicht die da oben ausschalten. Schön, schön. Okay, alles klar. Okay, ich muss kurz Luft holen, lade nach und dann schieße ich in den Hintern weg. Hahaha. Ja, hier ist der Duschraum. Hey, so viel Tote auf einmal. Sind die von uns oder was? Nee. Okay, okay, okay. Ich folge dir, ich folge dir. Spring rein. Uah! Wo bist du? Okay, alles klar. Bleibe locker, bleibe locker. Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Aha. Was soll uns das helfen? Komm her, Rhodey. Komm ran. Komm, wir machen das zu dritt. Was habe ich noch? Diese. Nachladen. Zack, zack, zack. Okay, ich würde aber eher sagen, wir machen das mit der. So, Rocket. Captain Rhodey. Ich mach das. Auf geht's. Und? Wow. Au! Alles ist cool. Ey, dich kenne ich. Captain Price. Du bist 627. Ach du Schande. Raus, raus, raus. Oder was? Ach nee. Das kennen wir doch. Oh, da, da, da. Da ist unsere Rettung. Schneller. Wieso bist du nicht von alleine ganz einfach da hinten raus? Das hätte so einfach gehen. Okay, habe ich so auch das Gefühl. Deswegen bist du nämlich nicht da lang. Aber wieso kracht das hier jetzt alles zusammen? Captain Price! Das ist so schön. Ah, ich wollte ihn noch mitnehmen. Nein, nein! 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 Lasst uns Dissens nicht mit Untreue verwechseln. Okay, wir laufen nochmal. Shit! Ah, das Fass. Ich könnte eigentlich gleich hier warten. Das geht nicht. Wir werden gleich... Ihr werdet gleich merken, dass wir da nicht hinkommen. Ja, genau. Habe ich doch gesagt. Mir glaubt ja keiner. Das ist so eine Wiederholung. So, wo geht's jetzt lang? Au, au, au. Hier lang. Okay, alles klar. Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter als vorhin. Jetzt geht's hier hoch. Geht mal vor, geht mal vor. Upsala. Sackgasse. Au! Scheiße! Was ist denn jetzt? Oh nein. Ach, da sind wir. Schnell, helft mir.
Ja, das ist ja das gleiche wie in die U-Boot-Szene. Ich klinke mich ein. Tschack! Und weg. Wow. Oh, das ging aber schnell. Oh. Emergency Broadcast System, Notfallübertragungssystem, Prince George County Residents are instructed to go directly to the Health Department at Kirkwood Avenue. Pickups every 15 minutes from Community College Campus in University Town. Aha. Hier stimmt was nicht. Shit. Trust will be rare. To meet you. Oh Mann, ist hier was kaputt? Alles klar. Ups. Die Lampe geht nicht kaputt. Den nehmen wir gleich mal. Wo sind wir denn hier? Captain Keating? Du hast einen Bluescreen. Captain? Mann, was ist denn hier los? Hey, kannst du mir kurz erzählen, was los ist? Du redest nicht so viel, ne? Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Hey, Captain Dunn. Zuhören. Die Evakuierungszone wird schwer getroffen und wir müssen in etwas Zeit verschaffen. Folgen Sie Sergeant Foley. Wer ist das? Lopez? Ach du Schande, was ist denn hier? Foley, hier ist er. Auf eigene Verantwortung. Private James Miguel Ramirez. Wir tauschen mal besser aus. Was ist denn hier los? Ist das Warpick? Nee, da war ein Asien. Also im Nahen Osten. Ups, da darf man nicht stehen bleiben, habe ich gerade gemerkt. Meine Fresse, kann man nicht mal... Ey, das ist doch das Kapitol. Das ist doch das Kapitol. Guck doch mal. Wir sind doch hier in Washington. Okay, dem müssen wir hinterher. Also ich verstehe im Moment gar nicht, was hier los ist. Bewegung wohin? Au! Au!
Linie des Panzerwagens bleiben. Welcher Panzerwagen? Aha, wahrscheinlich der. Nationalismus ist ja eine Kinderkrankheit. Welcher Panzerwagen? Au! Oh. Der Panzerwagen von Brigade kommt, die meiste Sperrfeuer. Auf mein Zeichen vorrücken. Achtung! Und? Los, los, los! Bewegung, Bewegung! Na los! Ich weiß nicht wohin. Vorrücken und auf der Schusslinie des Panzerwagens bleiben. Naja, ja, hab ich schon gemerkt. Bin ich doch. Sichern Sie die feindliche Stellung im vierten Stock. Warum sollte ich den Granatenwerfer benutzen? Achso, weil die das auch machen. Au, 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 au. Hey, Mr. War... Nö, das ist doch Lincoln, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, los, Jungs. Aha, eine Sicherheits... Ah, oh, Mann. Ich komme nicht vorwärts. Vorrücken, vorrücken. Ich kann nicht ständig vorrücken, wenn da irgendwelche Leute sind. Das musst du doch auch verstehen. Vierter Stock, ey. Weißt du, wie weit das ist? Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und rücken in die oberen Stockwerke. Gott, holt den doch mal raus da. Overlord bestätigt. Ihr kümmert euch auch einen Scheiß um eure Kameraden, ey. Wo sollte ich mit? Da, ihm folgen. Tür, Erdgeschoss, Schuss rechts. Ich mach erstmal den. Dann mache ich den. Das müsste funktionieren. Das funktioniert. Komm hoch. Na, du wolltest es aber wissen, ne? Okay, okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir können hier weiter. Wir können hier weiter. Oh, du bist einfach an dem vorbeigelaufen. Granate, Achtung. Nein! Doch. Ah, okay. So, dann machen wir das nochmal. Oh, Mist, das war mein eigener. Oh, hast du die Scheibe kaputt gemacht. Achtung, und? So, jetzt können wir, los. Okay, das sieht gut aus. So, weiter geht's, komm. Der ist platt. Ja, müsste eine Granate gleich kommen. Alles verstanden, 2-1. Der hat sich hier einfach in dieser kleinen Tür versteckt, der Stinker. Overlord, ja, okay. Rücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Brigade Kampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao, tschüss. Glück. Braucht Glück. Bis denn. Tschüss.